Willkommen zurück, ihr Panzerianer und Ninnen. Heute schauen wir uns Folgendes an, ein Medium-Replay, und zwar den Krumwill. Die Krum. Da ist er auf folgender Karte, und zwar auf Steppen, in einem Burner-Gefecht, Gagner-Basis erobern, Gagner-Fahrzeuge zerstören. Als Auftrag ist Folgendes offen, MP-15 durch Jagd auf den Jäger. Hauptbedingungen, zerstören sie zwei Jagdpanzer. Wie viel gibt es? Ganze 3. Wie immer, wenn so ein Auftrag an ist, Maximum 3. So, Nebenbedingung, das Mobsgesicht ist, beschädigen Sie 5 Fahrzeuge und gewinnen Sie. Ne, ganz easy. Zug 4 Auftrag. So, er ist in einem 7er Battle, ne, so 3-5-7 Matchup, 3-7er, 5-6er und der Rest farmfähig. Ne? Meine, vor allem der T5. Schaut. Oh. So, schauen wir uns mal an. Ne? Also, so, hier, den Zugpartner, ne? So Horty Leroy Mac, ne, auch bekannt aus manchen Replays von mir, in seine T-34, minus 85M, ne, schöne Matheaufgabe, beim 6er Russen Medium, ist sein Zugpartner. So, jetzt typische CW, Bollwerk, Scouting-Runde, oben an der Ridgeline, wenn wir eine Biege machen, wird alles offen sein, was auf C6, Bertha 6 und. Hier ganz viel aufgeklärt. So. Der 126 schon mal gespottet, wenn man sehr viel 9er und 10er spielt. Natürlich klitzeklein der Damage. Mittlerweile 242 gespottet im 6er Bereich. Natürlich atemberaubende Scouting-Runden. Dieser Busch hier ist natürlich auch tödlich. Kann man auch sehr gut mit einem 100 LT benutzen. Mal ausprobiert. Geht man echt nicht auf. Man macht alles gut auf. Ja, hier dieses Steingefahre ist nicht mehr so, weil da bist du und kommst nicht mehr weg. Nicht mehr voran, nicht mehr weg. Manchmal klappt es, dann kommt da so ein YOLO-Typ noch an, gerade in den unteren Tierstufen. Ne? Das ist ein Gegner, lass mal töten. Ja, mittlerweile anscheinend erkannt, dass die Seite verloren ist. Oder auch nicht. Ich würde mich da verpieseln. Und zwar jetzt so ein bisschen ganz schnell. Ja. Den Zugpartner lässt man mal ehrenhalber verrecken. Ne, hier. So Hotti rennt um sein Leben. Oh mein Gott. Und da unten ist er noch ganz safe. Also, ne, gucken wir mal hier. Lucky, Lucky. Was macht er? Er hält ihn den Rücken frei beim Durchzug. Immer auch, ne? Man fährt der Zug. Partnerschaft. 58 freut sich. Auf APCR umgeladen. Wirkungstreffer. Weil. Danke verteidigen. Noch einen noch und tschüss. Ja, den Busch auch unbedingt merken. Hier so ein Stück zurück. Da so. Da hat man nämlich den Hügel vor sich hier. Deckung. Geht ein bisschen nach vorne und dann kann man locker lässig drauf schießen. Sonst nachher dahin wechseln und verteidigt man die Seite. Ich habe auch so ein bisschen mal dazu gelernt. Nach gefühlten 300.000 Gefechten nimmt man jetzt noch mal ein paar Positionen. Was hat er noch? Das Warprinz in seinem VKP. Ah, was ist das denn? Der ist hinterm Hügel. Teaser, Angstgegner. Ja, der Schuss war versemmelt. Hier Warprinz wartet immer noch. Und vorne mit, wie viel Pen hat denn so ein Krumwill? Ist natürlich schwierig. 202? Eigentlich reichen. Amen. Gott. Sehr schön. 546 Schaden, 769 ermöglicht. Amorit! Da hat der Pum gemacht. Haha. So, jetzt sind die zu nahe. Wird nach oben gefahren und von da weiter verteidigt. Schöne ist, die Verbündeten haben irgendwie Stockpanzer. Das Gefühl, nee, doch. So ein bisschen. Weil die sind irgendwie weg. So. Der Leo wäre da gewesen. Eloha. Würde ich mal als erstes schießen, mein Freund.
Pager, ne? 7er Top-Tier, 1 Gegner für den 6er. 8 zu 4 mittlerweile. BCR-Gespamme läuft. Höhen daneben geschossen. So. Falls euch wundert, 6. Sinn gibt's nicht. Wird gespielt ohne 6. Sinn. Aber Hardcore in Nemes spielt seine Panzer ohne 6. Sinn. Man sieht ja an der Gun. Und auch die Lucky warten. Der Gun wieder nicht zu ihm. Sehr schön. Anscheinend sieht er das da vorne gar nicht. Jetzt guckt er in die Richtung. Nee, auch nicht. Ein noch, komm, blind. Tiger. In Maul. Und hier, VKD. Geht noch was. Seitlich immer gut zum Gegner. Das Team capt schon 21 Sekunden. 14, 6, jetzt aber. Jetzt. Jawohl! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Das habe ich extra nochmal hören wollen. Erste Gunmark auch dabei, sieht man gerade. 65,39%. Was ist da drüben? Verbündete SP1 KV2, zerstörte Nick 64 in seinem T5. Och, Menno. Menno, bist du? So, 2754 Schaden und 4 Kills ergibt eine WN8 von 12.225. 769 hat er selber fabriziert. Das gucken wir uns jetzt nämlich mal an. Und die Replay da. So, Chromwelle, ne? Steppes. Hier ein Mainz. Dann hat er bekommen hier Levis Lel Medaille oder sonst was, ne? Weil er mit einem Medium zwei Panzer zerstört hat, die eine über ihm sind. Großkaliber. 6 Panzer geubootet. 769 Schaden ermöglicht. 350 Schaden Strong geboost. 9 Module zerschissen, 2754 selbst fabriziert. Geschickt. In der Auswertung ist er ganz knapp T20 als 7er noch super Job gemacht. Mit 2754 Damage an erster Stelle, 1314 Erfahrung für das ganze Ass natürlich. Im Detailed Report ergab das folgendes: 52.490 Credits. 2 Autos bezahlt, die Muni sehr teuer gewesen. Weil man ja doch dann alleine ist und die Seite retten will. Er gibt eine Endsumme von 11.517 Credits, aber was sage ich immer? Wenn einer zu euch kommt und sagt, hör zu, ich ziehe dir 12.000 Credits vom Konto ab, dafür kriegst du diese Runde und dann kommen wir gemeistert und bla bla bla. Machst du ja, nein? Nein, ich mach die. So. Erfahrung haben wir nämlich folgendes. 1.971. Dann hier, for Tactical Training. Ja, da gab es so einen Booster. Ja. Irgendwie so, ne? 986. For Playing in a Platone. 59 zusätzliche Erfahrung. Ergibt eine Endsumme von 3016 Erfahrung und 98 Erfahrung. So. Ich würde sagen, euch hat das Replay hoffentlich Spaß. Sehr schön Gold gespamme. Goldnoob. Der ist ja auch einen automatischen Feuerlöscher. Kann man auch mit Gold kaufen. Goldfeuerlöscherfahrer. Ich verbleibe wie immer mit einem freundlichen Ciao und bis zum nächsten Mal.